Moin, wie geht's, Chat? Also der wird hier wieder maximal, ich sag dir's. Oh, 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 meiner will schon. Oh, 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 siehst du was? Oh! Bin nur ganz speziell. Und jetzt deiner? Wir gucken mal, wie die Lobbys jetzt sind. So, mit halber Zerstören. Allein die Tarnung, Digga. Allein diese Tarnung. Bombe erlangt. Guck mal hier, Trick 17, Modi. Trust me. Granate fliegt! Trick 17, nice. Sehr sexy, Maxi. Also. Abgeschossen. Also, an die, da. Larissa hatte ich im Rucksack auf. Ja, moin, Digga. Ja, 4 gegen 2, Digga. In dem COD war sowas wie Stellung und so krasser. Wie Suchen und Zerstören? Oder hast du immer Suchen und Zerstören am meisten gefühlt? Suchen und Zerstören war für mich persönlich das Suchen und Zerstören in allen CODs einer der besten Modis aller Zeiten, Digga. die Ehrenrunde. Ich kann's noch, Digga! Und dann immer der Mindfuck, kommt der? Oder soll ich schnell schärfen? Ja. Oder kommt er nicht? Ja. Wichtig. Und richtig. 1, 2, 3, schmeißen. Ah, okay, da war keiner. Die Drohne nähert sich. Einer da. Oh, das stört mich C4. Aber nicht. C4. Was? Angetaggt von dem C4. Da ist man so low. Da ist man One Bullet. Ja, aber ich hab ihn auch ganz gut getroffen. Vor allen Dingen, ich habe ihn auch nicht durch den... Ja, moin. Ich hab ihn auch nicht durch den Nebel gesehen von dem C4, weißt du? Ja, ja. Black Ops 2 war einfach so ein krasses COD. Oh, das haben manche einfach 3 Jahre hochgeladen. Ich weiß, ja. Und niemand hat sich beschwert. Also, wenn sie Black Ops 2, der einzige Weg, dass Black Ops 2 nochmal spielbar wäre als Remake ist, wenn sie es 1:1 so übernehmen, auch vom Skill-Based Matchmaking etc., ne? Das Ziel räumen. Ach, Digga. Ah, fickt euch. Digga, da bin ich raus, Mann. Black Ops 2 war schon so, so ein Zuckerstück, Digga. So geil, Mann. Mhm. So geil, Bruder. Ah! Ach, Bruder. Weiß doch, die Hater damals hatten recht. Ich konnte nur was mit Full Mantino und Dauer-Orbi. Nee, das stand, das hatte ich auch so unterschrieben zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich konnte nur was mit Dauer-Orbi. Dann habe ich mal eine Runde hochgeladen, 120:4, solo. Mhm. Haben die mir reingeschrieben, ja, Luck. Jeder hat mal eine gute Runde. Schon damals, COD-Community, einfach PP-Gas. Kann man eigentlich Sound tun in der Black Ops 2? Na, schlecht, Digga. Boah, 2 Stück, Digga. Ach, Bruder. Du bist aber echt Dogshit. Wie bitte? Du bist echt Dogshit in Black Ops 2, Digga. Das muss man mal wirklich sagen. Bruder, ich bin nicht eingespielt. Dein Controller ist nass gesweatet. Die Sticks sind wack. Dein Gesicht ist wack. Bruder, das sagt der mit halb Mensch, halb Nase, Alter. Ja, und? Und du weißt, was ich noch in der Hinterhand hab, ne? Ich werd... Bruder, ja, ne, ich du sag, weißt, das würde unsere Freundschaft beschädigen. Ja, also, mach ja, nicht aber, so. Aber du beschädigst gerade die Freundschaft. Nein. Da würde ich fronte deinen Controller und du willst mir hier onstream die Ehre nehmen. Digga, wie ging das nochmal? Boah, wichtig und richtig! Ja, du hast Larissa gefickt. Bruder, die slidet mir nachher an die DMs, Mann. Das ist Leben. Boah, wichtig! Digga, das macht schon Bock auf, wo ich mies schlecht bin gerade. Glaub mir, kauf dir eine PlayStation 3, Digga. Das macht echt Laune. Ich hab noch eine beim Haus meiner Eltern, aber ich glaube, die geht nicht mehr. Digga, es ist so ein schönes COD, Bruder. Ja, zeitlos, so ist es. Es ist einfach ein schönes COD. Nee, MW2 auch. MW2 mit Leichtgewicht Marathon. Da hast du richtig lange. Ja, Alter, der hat euch beide gemacht. Larissa hat euch beide gemacht. Ja, das ist wieder irgend so ein Knecht, nee. der ein Mann ist und nein, sich als weiter. Die ist bei mir auch im Chat. Nee. So, voila. Voila wieder. Aber zu 90% sind es meistens Typen, die dann einen auf E-Girl machen und dann so Leuten wie Sergen einen Zehner oder einen 20 aus der Tasche ziehen für einen Nude-Ordner, den sie einfach gegoogelt haben. Ernsthaft? Digga, das hat er mal ordentlich rausgehauen, Bruder, ich bin gestorben vor Lachen. Einfach, er so, ja, Bruder, die war voll heiß und sie hat sich voll geziert und ich wollte einfach die Nudes haben. Hat er einfach 50er Paysafe-Card rübergeschallert, Digga, er wurde so mies abgezogen. Das ist so einer, der so auf Sexbots reinfällt. Ich wurde ein einziges Mal abgezogen in meinem Leben, Digga. Da hat jemand gesagt, er kann mir Unlock All machen, da bin ich wie total motiviert zur Tanke gefahren, habe ihn 20er Paysafe geholt, Bruder, habe nie wieder was von ihm gehört. Da war ich so sauer, Digga. Erst die Ware, dann das Geld. Ja, später habe ich herausgefunden, wer er war und habe seine Mutter gedatet.
Echt jetzt? Bruder. Fühle ich, feiere ich, sehe ich mich. Aber es ist ein Lernprozess. Lieber ein 20 als ein Chef direkt. Lieber ein 20. Oh. Ja, Bruder. Schlechter Call, Monte. Oha, ein 3 zu 6. Mashallah. Stabile 0-5er-Quote. Da sehe ich mich. Läuft bei dir, Bruder. Nice, danke dir. Ja, das tat damals schon weh, Digga, als er den gezogen hat. Nicht wegen dem 20, sondern einfach, dass es jemand sich getraut hat, Digga. Weißt du, damals hat man gedacht, Digga, das kann doch nicht sein. Man hat gar nicht damit gerechnet, dass das jemand macht. Ja. Ich bin chill, Digga. Ist auch so lieber einfach. Wie die immer verdutzt gucken. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich gucken und jetzt wurde er geholt, Digga. Die Menschen wirst im Jahr 2021 vom Tod, ja, schon vom Schild tot geboxt. Ich liebe es, Digga. Das Geräusch. Bumm. War der gestunt oder? Gestunt, ja. Aber der war voll lang gestunt. Ja, du hast ja voll lang gebraucht. Die Jungs haben mir geholfen, Digga. Ach, aber so habe ich früher mit meinen alten kleinen Jungs immer gespielt. Sechs Mann Schild und glaub es mir, die im Black Ops hat so unser Stern so gefühlt. Ja. Ich weiß noch, wo du mir erzählt hast: MW2, One Man Army. Claymore, One-Man-Army, C4 wechseln, ja, und C4 davor und dann, ja, hat es so bumm gemacht. Ja. Die konnten, noch nie gehört vorher? Die konnten nicht überleben. Ja, tot. Immer. Noch nie, aber noch, wirklich noch nie so gestorben und noch nie gehört davor. Boah, wichtig. Und? Ja, MW2 war geiler mit dem Schild zu spielen, weil in Black Ops 2 die Zeit... Oha, die hat er schön geholt. Sie. China. Oha. Larissa, schreib mir! Da krieg ich steife Nippel, wenn Frauen gut zocken können. Jada. Flora Tricks, wir haben immer gesagt. Ruhe, ich brauche einmal ein bisschen kurz Konzentration, ohne Gerede. Ich will die Runde hier gewinnen, Digga. Da kommt der alte Sohn und Zerstörmeister in mir durch. Okay, wichtig und richtig. Oh mein Gott, oha. Larissa hat Across the Map, glaube ich, gemacht. Ja, die ist echt die allerechte. Hast du Leichtgewicht eigentlich drin? Ich weiß gar nicht, ich glaube. Leichtgewicht ist lieber in Black Ops 2. Ich übernachte bei Mutti wieder, Jungs. Warte, ruhig. Bitte. Und das Gästebett. Baba. Deswegen, ich brauche Konzentration, Bruder. Ich will die Runde. Ich hasse es, in so einem Zerstören. Es gibt nichts Schlimmeres, als in so einem Zerstören zu verlieren. Das nimmst du als persönlichen Angriff, kenne ich. Was wollte ich gerade erzählen? Vergessen. Weiß ich nicht, Digga. Chat, du hast heute schon so viel. Du bist heute Labertricks. Ja, Digga, du zockst immer nur und ziehst Fresse. Ich mache Unterhaltung. Bruder, du musst Mann, doch mal einen Punkt machen. Spül dich nicht runter. Komm, jalla. Da ist einer, pass auf. Da komme ich echt im perfekten Moment. Dafür einmal ein Omega-Lull in den Chat. Wichtig und richtig. Heißt du eigentlich immer noch in Black Ops 2, bin immer am Wichsen 88. Der Account wurde von PlayStation gesperrt. Warum das? Weil bin immer am Wichsen anscheinend gegen die Richtlinien verstoßen ist. Und der Account wurde umbenannt. Ich hatte drei Namen zur Auswahl, die ich da hinschicken konnte. Ich weiß nicht mehr, wie die anderen Namen waren. Ich habe mir so zwei richtig coole Namen noch ausgesucht. Zwei richtig coole Namen habe ich mir im Grunde ausgesucht. Und einer war so scheiße, so Pack Luck 88, bis ich mir einfach... Sie haben den genommen, Digga. Sie haben den für mich ausgesucht dann, ne? Ach, die müssen dich dann für dich umbenennen, oder wie? Ja, dein Account wird gesperrt. Und dann habe ich bei PlayStation angerufen. Da haben die gesagt, ja, schicken Sie auf die Mailadresse drei Namen zur Auswahl. Und die haben den Beschissenes genommen, Digga. Das war zum Kopf. Und Digga, also dieser bin immer am Wichsen 88 war halt auch einfach, Bruder, muss ich ganz fairerweise sagen, ein Legendenname, Digga, ne? Ui, sorry. Das hast du auf PlayStation groß gemacht? Hinter uns, hinter uns. Warte doch mal. Boah, wichtig. Und boah, auf die Beine direkt wieder Profi. Man merkt, du kommst sofort rein wieder in die Ja, Ordnung. Klar, Digga. Ich habe jetzt das Perk Lava Tricks rausgemacht. Jetzt läuft's wieder besser. Jetzt weiß ich auch, warum du sonst nur auf Discord mit mir chillst. Da kannst du mich einfach stumm stellen. Oder die. Beste, Bruder. Oder die Lautstärke auf 4%, weil viel steht für Lifestyle. Weißt du noch damals mit Kevinio bei Black Ops 3? Nee, war es Black Ops 3? Ja. Soll ich erzählen? Bruder, ich hatte doch das Perk rausgemacht, oder? Wichtig und richtig! Digga, mir ist langweilig! Wenn ich pinkeln, dann kannst du dir gleich erzählen von mir aus. Echt jetzt? Ja, aber jetzt, ich habe keine Lust mit damit irgendwie. Also ich, Digga. Der Junge, der hat so einen Schaden, ich sag's so. Digga, einer schreibt in deinen Chat. Nächster Streamtitel aus der neuen Zentrale.
ohne Allotrix. So ein Schaden, der Junge. So ein Schaden, der Junge. Deshalb liebe ich Stream, wegen dem, einmal wegen dem Twitch-Humor. Ach man, du Mann! Am Campen, Digga, guck's dir an. Und ich kann mich auch nicht konzentrieren, weil ich hier die ganze Zeit so einen geistig verwehrten Typen nehme, der einfach nicht versteht, dass ich will, dass er das Maul hält, wenn ich am Zocken bin. Ach, Digga. Da kommen die Ausreden. Als ich Mittwoch von dir abgedüst bin, Bruder. Und du dann was? Einfach das Headset so laut, ich höre gar nichts mehr. Ich habe den Gaming-Sound so laut gemacht, ich höre gar nichts mehr jetzt. Als ich Mittwoch von dir abgehauen bin, haben Leute unter deinen Tweet geschrieben, Gastgeber 88. Fühlst du oder feierst du? Ich höre nichts. Einfach Gastgeber 88. Richtig, gut. Jetzt kann ich das Headset wieder leise machen. Ich hab hier Kanalwetten zu gewinnen, Bruder. Die Leute haben einen Punkt auf mich gewettet. Wenn die hier ihre Punkte verspielen, Digga, haben sie das Gefühl, sie sind Versager und donate nicht mehr. Wenn sie Gewinnertypen sind, gönnen sie auch mehr, weißt du? Diese umgedrehte Psychologie musst du machen, Bruder. Verstehe, Digga. 5-4 hat sich das Beste, Digga, aber fürs Team gekämpft. Schöne volle Lobby. Wann kommt Monte mal zu Allotrix? Nicht alle in eine Richtung gucken. Ihr guckt alle in eine Richtung. Monte verlässt Hamburg nur einmal im Schaltjahr-Chat. Und er war auf Malta, also dauert wieder 4 Jahre. Bis er sich hier wegbequemt. So ist gut. So ist wichtig. Der ist hinter uns. Guck hinter uns. Ich hab dich. Egal. Ah, er ist sogar noch vor meiner Bombe gestorben, Digga. Geil, Alter. Stand das damals nicht im Killfeed? Doch, eigentlich schon, aber ich hab noch... Ah, nee, geil. Nee, Spaß, denn ich hab die Punkte von der... Ja, Bruder, so ist... Oh mein Gott, er hat aber nicht schlecht gespielt, Digga. Oh mein Gott. Immer die Leute, die so irgendwas Anzügliches als Profilbild hatten, da wusstest du, Bruder, für immer Jungfrauen. Hallo. Was denn? Davon würde ich mich an deiner Stelle distanzieren. Ich nehme es zurück. Nein, das reicht nicht. Was Carsten damit sagen will, ist, dass wenn ihr noch Jungfrau seid, dass es gar kein Problem ist, ist nichts Schlimmes dran. Jeder hat dann Sex, wann er möchte und falls ihr noch keinen Sex hattet, seid ihr nicht irgendwie Loser oder Außenseiter. Das ist Wächter. Ja, aber das bringt mir jetzt nichts, wenn ich den Einsatz, Brudi. Ja, Digga. Papa Mutter am Flexen, nee, überhaupt nicht, Bruder. Ich habe einfach bloß keine Lust auf Kopfschmerzerei. Und dass man mal ein paar Sprüche raushaut, ist kein Problem, aber da muss man die Sprüche auch richtig raushauen, um das klarzustellen, wie es auch gemeint ist. Weil, falls sich jemand, und darum geht es ja am Ende, wenn sich jemand missverstanden fühlt, beziehungsweise wenn sich dadurch jemand eventuell im Livestream sich denkt, oh Mist, ich habe noch keinen Sex gehabt, ist jetzt was Schlimmes, darum geht es ja. Soll sich niemand angegriffen fühlen im Chat. Und deswegen ist es wichtig, das so klarzustellen. Oh. Der Bruder, der kam so an. Digga, du machst richtig den Horn hier auf der Playstation gerade, Digga. Ja, alles gut. Hat deine Mutter gefickt, Digga. Horny, bist du's? Wollen wir gleich sonst noch eine Runde in Landwirtschaftssimulator rein? Digga, auf mich anzufassen. Bruder, du bist der größte anfassende Nuttensohn, den ich kenne, Digga. Du hast Trimax mehr befummelt als deine letzte Freundin. Digga. Man hat wirklich gedacht, du bist da auf was hinaus. Was ja nicht schlimm ist, jeder so wie er Lust hat. Das hat voll Spaß gemacht. Ja, das hat man gesehen, wie Trimax der Spaß gemacht hat. Digga, der wollte einfach, dass dem, du gehst. Dem ist das auch unangenehm. Also der mag das nicht so, wenn man ihn anfasst. Das wusste ich aber nicht vorher. Und er hat auf korrekten Gastgeber kein Auge gemacht und dann schlechte Stimmung verbreitet, wie es jemand anderes getan hätte. Ja, Bruder, du hast auch nichts zu verlieren, wenn jemand zu dir sagt, du sollst aufhören zu streamen, macht keinen Unterschied, du streamst sowieso nie. Einmal eine aktive Phase, er denkt, er ist der Comeback-Trix. Digga, 1,5 Jahre. Ja, was Bruder. Los? Das 7 Jahre, was ist los? Ich habe einmal Schluck auf, mach 1,5 Jahre. Ja, du bist... Ja, Bruder, du hast 4 Jahre verschollen. Und jetzt macht du bist andere Liga, Tricks. Das stimmt, du bist andere Liga. Aktive das, Zuschauer, das, gleich aktiver Allotrix. Du bist das absolute Paradebeispiel, wie man es machen sollte, aber in den letzten 1,5 Jahren mehr gestreamt als insgesamt in den letzten 4 Jahren davor. Und das ist auf jeden Fall ein Comeback-Trix. Da hast du recht, aber weißt du, was ich auch echt gefühlt habe, Digga? Nein, sag, lass mich erst reden. Und du hast schon öfters im Stream gesagt, dass du happy bist und stolz bist. Und jetzt mach nicht wieder so. Sondern sag jetzt ein paar liebe Worte, sonst weine ich mich nachher in den Schlaf. Ja, hast gut gemacht. Danke. Digga, das war so hingerotzt. Gib mal, ich bin dran. Ehrenlos. Weißt du, was am besten aber war, Bruder? Was am besten war? Ey, Jungs! Oh! Ich hab voll Bock heute Abend für euch zu streamen. Nein. Denn aktive Zuschauer heißt auch gleich einen aktiven Allotrix. Wir sehen uns heute um 19 Uhr. Dreimal dürft ihr raten.
Ja, um 19 Uhr nicht live war. Oder auch nicht um 20 Uhr. Das war anders. Digga, du hast das einfach nicht live geguckt, Digga. Das war anders. Du hast einfach, Digga, den Tweet nicht angemacht, aber den Tweet rausgehauen, Digga. Und hast nichts gepostet, Digga. Die Leute haben einfach gewartet, Digga. Im Übrigen, Digga, weißt du, welches Video ich letztens geguckt habe, Bruder? Weißt du, welches Video ich mir geguckt habe? Muss auch wirklich sagen, sehr gut geworden. Die Roomtour, Digga. Das, die 1 Million Abonnenten Spezial, Bruder, das habe ich sehr gefühlt. Ehrlich, aber es kommt auch noch, das ne? War ein Gerät, das Video. War ein Gerät. Schaffen die das? Nee, die schaffen das nicht, Digga, glaube ich. Komm, bitte nicht, kill. Gönn kill. Jawohl! Wichtig, boom. Digga. Wichtig. Haben die natürlich. Was Falsches gesagt oder war okay? Ja, alles gut. Manchmal verwirrst du mich. Du mich auch. Weil ich deinen Stream auch nicht All Day Night schaue, da weiß ich manchmal nicht, was jetzt dein Humor ist und was jetzt. Was traurig, du eigentlich genau von mir willst. Ich das nicht All Night. Dein Grießkram-Gesicht kann man sich einfach nicht 24 Stunden. Du gehst doch sowieso nie live, wenn ich stream, Digga. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Weil du keinen Bock auf das schwarze Loch hast. Nee, das ist besser geworden. Jetzt saugst du mir nicht mehr 50% der Viewer, sondern nur noch so 20-30%. Das ist okay. Da sind welche. Warte, ich muss kurz. Ja, Black Hole Chat, aber warum noch? Also was war da jetzt ein Schild oder was? Da war ein Schild. Guck, ja, und der war hinter dem. Egal. Warum komme ich denn nicht gerne live, wenn du live bist? Keine Ahnung, Digga. Du weißt es warum. Ach so, weil die Leute alle nerven. Machen genau, wir was mit Monte. Ja. Weil es unerträglich ist. Ja. Unerträglich. Ja. Das macht ja Monte nicht mit Absicht. Oh. Digga, schmeißt du dich jetzt selber aus deinem eigenen Haus raus, weil du was umgeschüttet hast? Ich mache ja das Stream Deck gerade sauber, deswegen. Du hast Chat gerade für Abonnenten deaktiviert und direkt wieder aktiviert. Ja, ja. Die Leute hatten kurz Hoffnung, aber keiner hat geschafft zu schreiben. Nicht einer, Digga, ja. Ach, Bruder. Nicht einer. Chat, schnell! Sagt, was ihr sagen wollt. Rein da, Jalla! Oh. Digga, ja, aber das leckt. Ja, Bruder. Ne? Ja, oh, Digga, wir haben die ganze Zeit die falsche Kamera an. Oh. Gar nicht gesehen. Bruder, da haben wir nichts geliebt. Nee, alles gut. Also Black Ops 2 ist echt ein Leckerbissen, aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt nochmal, Digga. Zu? Also da meine Laune, also ich werde natürlich salzig sein, aber ich denke schon, dass wir nochmal in Mario Kart reingehen, Digga. Hab ich Bock.